Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Brothers. Wir haben Küsschen von einer netten jungen Dame gekriegt, aber wir vertrauen ihr momentan zu sehr. Ist sie überhaupt ein Mensch? Weil sie scheint sich hier sehr gut auszukennen, ganz alleine aber hier zu leben. Und war das vielleicht der Grund, warum man sie opfern wollte? Unser kleiner Bruder spürt, dass da irgendetwas komisch ist. Eine Spinne! Nein. Nein, eine Spinne. Du Scheiße, deswegen wollten die die opfern. Deswegen konnte die auch so gut springen und klettern. Oh, wie hieß noch mal diese große Spinne in Herr der Ringe? Sie sabbert schon. Müssen ihr die Arme aus, die Beine ausreißen. Nein! Rabbi.
Oh, Scheiße, nee. Warum habe ich das Gefühl, dass er es für sich selber benutzt? Ich kann gar nicht sehen. Der Baum. Das ist der Baum. Oh, wetten wir... Oh mein Gott, ey. Aber wir sind da. Wir sind da. War da gerade ein Eingang? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt von den... von der Umgebung. Lebt da jemand? Oh nein, guck mal, oh nee. Nein, Maffi, Leita, Mali? Er kann nicht mehr. Malila, Etja, Laua di, Laua. Laua nein, oje, oje, oje. Lauf, Kleiner, lauf! Müssen wir das ganz alleine machen. Ist vielleicht auch so eine, mit Absicht gemacht, dass das so eine Mutprobe ist für den Kleinen. Dass er ein bisschen aus sich herauskommt. Und sie hätten der Spinnenfrau so oder so begegnen müssen. Sonst hätten sie ja gar nicht den Weg da reingefunden. Ohne sie wären sie gar nicht zum Baum gekommen, wenn man mal so überlegt. Weil woher soll jemand wissen, dass der genau da ist, ne? Kann mir denn mal jemand sagen, wo ich denn genau hin muss? Was muss ich denn überhaupt sammeln? Nest? Welcher Vogel haust denn da? Ah. Okay. Die Essenz. Das Wasser? Also, ich sag Essenz einfach. Mhm. Das ist eine Flasche. Das sah die ganze Zeit aus wie ein Säckchen. Er könnte jetzt rein theoretisch zweimal da hoch. Er könnte einmal hoch für seinen Bruder ihm das geben und dann könnte er nochmal hoch für den Vater. Achso, ich muss ja mit dem Stick... Ist so komisch, jetzt nur einen zu haben. Wir können da jetzt runterrutschen. Ach, Ayemini. Oh nee, bitte, ey. Er kann ja nochmal, ne? Naja.
Das ist bitter. Oh nee, oh, da muss ich weinen. Oh. Er ist tot. Oh. Das ist jetzt so traurig. Oh Gott. Ach, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Hat er ihn im Grab, aber es ist ein schöner Ort. Achso. Ich will immer den anderen Stick nehmen, aber der ist ja nicht mehr da. Wie kommt der Kleine denn jetzt nach Hause, ey? Kannst du alleine. Oh, das ist echt traurig, ey. Ah, oh, da hätte ich ja echt nicht mitgerechnet. Nur wegen dieser scheiß Spinne. Er bringt ihn jetzt nach Hause. Musik.
Ich dachte jetzt, da findet jetzt gerade eine Beerdigung statt oder so, dass der Kleine jetzt wirklich jeden verloren hätte. Hoffentlich hat er da jetzt auch noch das zweite Wasser. Okay, er muss jetzt stark sein. Und er muss hier überall rüber. Und das schafft er. Das muss er jetzt schaffen. Er muss schwimmen. Seine größte Angst. Jetzt komm, du hast schon so viel durchgemacht. Irgendwie will er jetzt hier nicht. Wenn ich hier auf den Stick drücke, wo ich den Bruder mitgelenkt habe, dann kommt so eine Vibration und dann geht man so nah, als wenn er bei ihm ist in dem Moment. Und ihm hilft. Ihm die Stärke gibt. Oh Gott, ich bin so traurig. Jetzt schon wieder. Jetzt muss ich hier drauf drücken, damit er die Stärke hat.
Ich kann das ja gar nicht. Ich denke mal, wir müssen hoch zu unserem Vater. Die Stimme unseres Bruders können wir nicht mehr hören. Ich kann nicht, wenn ich drücke, passiert nichts mehr. Der Vater, er lebt. Und er steht am Grab der Mutter. Und sie haben als Andenken ein Grab des Bruders gemacht. Ach so, ich dachte. Ja, meine Lieben, das war Brothers, A Tale of Two Sons. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war mal was anderes, definitiv von der Steuerung was anderes. Es war eine wunderschöne Welt, die sie da gemacht hatten mit den, und die Rätsel waren hübsch, dass man auch jetzt nicht unbedingt hatte, also halt wirklich Gespräche hatte, fand ich auch sehr, sehr gut. Dann, dass man vielleicht auch die Wahl hatte, hilft man der Schildkröte oder hilft man dem Gehängten, also der, der sich aufhängen wollte. Es war meist düster, es war manchmal sehr düster und es waren so viele Fabelwesen da, das mit den Riesen, dann das mit dem Blut, es war einfach nur atemberaubend. Diese Welt war atemberaubend schön und gleichzeitig auch wirklich traurig, dass jetzt, ich bin den am Wasser gebaut, dass der Bruder am Ende stirbt, ne, wegen dieser blöden Spinne, weil die sich da, der Kleine hat ihn noch gewarnt und er wollte nicht auf ihn hören, weil junges Mädchen, junger Kerl, ne? Und sie hat ihn geküsst und dann diese Spinne und dann sticht die noch zu. Und er verliert sein Leben. Das ist so. Und der Kleine, der musste dann da weiter, da ganz alleine, dann das. Diese Geschichte einfach nur, dass der Kleine die Mutter hat sterben sehen, weil er ihr nicht helfen konnte. Dann mussten sie diese Rettungsmission machen und dieses Heilmittel holen, damit der Vater nicht stirbt. Und dann am Ende verliert er bei dieser Sache seinen Bruder. Und, oh Gott. Es war echt. Es war wirklich hart. Also das war wirklich auch am Ende sehr traurig. Ich habe es nicht kommen sehen. Es hat mich wirklich richtig schockiert. Aber es war ein
absolut großartiges Spiel, das zwar jetzt nicht wirklich lange ging, also, ne, aber dafür war das ein absolut geniales Erlebnis. Also, ich kann da wirklich nur wirklich Daumen hoch geben. Ich bin nämlich wieder am Heulen und gerade die Spiele, die es schaffen, dass ich wirklich am Ende heule, die sind wirklich, wirklich großartig und die sind es auch wert, dass man sie spielt. Also das ist atemberaubend, wirklich atemberaubend. Gut. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Geschichte genauso gut gefallen wie mir. Und dann sage ich jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.